So, damit Finallauf für die Siebenkämpferinnen. 800 Meter, einmal geht's noch. Es sind sieben am Start. Es fehlt tatsächlich Daphne Schippers. Es ist mit dabei Jessica Ennis-Hill. Es ist mit dabei natürlich Brian Tyson-Eaton. Also 8 von 9 in der Gesamtwertung, die vorne liegen, nehmen die 800 Meter in Angriff. So, jetzt zu den Damen. Also schade, dass Daphne Schippers diesen Siebenkampf nicht beenden kann. Sie war am Weg zu einem auf jeden Fall sehr naheliegenden niederländischen Rekord. Sie hat 130 Punkte plus gehabt bis jetzt. So liegt es vielleicht an ihren Teamkolleginnen, dieses Privileg auszuführen. Also niederländischer Rekord in Griffweite, kanadischer Rekord. Der wird auf jeden Fall dran glauben, denn Brian Tyson-Eaton hat einen riesen Vorsprung auf ihre eigene Bestleistung und auch auf das Feld der Konkurrentinnen. 10 Sekunden dürfte sie theoretisch verlieren. Und wenn sie es schafft, und das kann sie aufgrund ihrer Leistungen, unter 2:10 zu laufen, dann hat sie genau 6.800 Punkte oder mehr. Das Tempo bestimmt Jessica Ennis-Hill. Ihr letzter 800er war der Zieleinlauf zu Olympia Gold in London. Damals ist sie gelaufen, 2:08:65, hat das Ganze als Laufsiegerin beendet. Ob sie 2:08 jetzt hier bereit ist zu gehen, das ist zu bezweifeln. Es geht nicht um so viel für sie. Sie wird sich im Bereich zwischen 6.400 und 6.500 Punkten klar über dem Olympia-Limit für Rio einordnen. Auf Platz 2 die Leaderin, die das auch gewinnen wird. 62:10 ist etwas langsamer als der zweite Lauf. Nadine Brussen hält noch gut mit. Die fightet um den niederländischen Rekord. Und Brussen hat durchaus die Chance, noch von Rang 6 hinauf bis 2 sogar zu kommen. Ennis ist 8. in der Gesamtwertung mit einigem Rückstand jetzt nach den letzten beiden Disziplinen. Die Frage lautet, wie hoch kann sich Brian Tyson-Eaton im Gesamtklassement, im historischen Gesamtklassement eines Siebenkampfes katapultieren. Dahinter, wie gesagt, da ist alles möglich. Skippers ist nicht mehr dabei. Anouk Vetter, die liegt im Moment virtuell auf Rang 2 im Gesamtklassement. Tiam ist dritte, die ist aber eine ganz, ganz schlechte 800-Meter-Läuferin und verliert auch heute wieder extrem viel. Die letzten 15 Sekunden. Es gibt ein großes Finale zwischen der Siebenkampf-Queen und der Götzis-Queen. Brian Tyson-Eaton und Jessica Ennis-Hill laufen gemeinsam Seite an Seite durchs Ziel. Die Zeit für die Britin 2:09:23 und ein paar zerquetschte dahinter für Brian Tyson-Eaton. Und damit ist es eine Punktlandung auf 6.800 Punkte. Fantastische Gesamtleistung der Kanadierin. Und mit 2:09:23 Jessica Ennis-Hill fast so schnell wie damals in London und damit hat sie 6.500 Punkte sogar überboten. 2:01:29, offizielle Zeit, damit ergibt in Summe 6.520 Punkte für eine Athletin, die seit 3 Jahren keinen Siebenkampf bestritten hat und die vor, wie lange ist es her? Im Juli war es 2014, Sohn Reggie geboren hat. Das ist einmal zum einen eine wirklich unfassbare Leistung von Jessica Ennis-Hill. Das möchte ich noch einmal betonen. Brian Tyson-Eaton läuft 2:09:37 und das ist ganz exakt, auch wenn das jetzt wirklich nur statistischen Wert hat, 6.808 Punkte. Das ist natürlich ein fantastischer neuer Rekord für Kanada. Das ist eine der besten Leistungen der Welt. Damit ist sie 16. Beste aller Zeiten. Und Top 10 auf jeden Fall in Götzis. Gibt es jetzt einen niederländischen Rekord? Das muss ich Ihnen natürlich noch erzählen. Nadine Brussen läuft 2:13:92, das ist um den Hauch vielleicht zu langsam. Und Brussen, das ist wirklich ein Pechvogel. Die hat eine Bestleistung 6 Punkte hinter dem niederländischen Rekord und
Jetzt bleibt sie 8 Punkte unter dieser Bestleistung. 6.531. Also schaut aus, als ob Daphne Skipas ihren Rekord behält. Anouk Vetter langsam, obwohl sie eine Bestleistung geschafft hat. Nafi Thiam noch langsamer. Caroline Schäfer, 2.14.10. Für die Deutsche wird es da im Gesamtklassement massiv nach vorne gehen. Nadine Fisser, 2.13.88. Auch das ist ein persönlicher Rekord. Und dann fehlt uns noch Laura Ikonietze mit 2.12.85. Dann haben wir gleich alles zusammen. Gratulation auf jeden Fall an Brian Tyson-Eaton, Weltjahresbestleistung, kanadischer, fantastischer kanadischer Rekord. Und da gratuliert auch schon Daphne Skipas, der Siegerin von 2015. Nach 2013 und nach dem zweiten Platz im Vorjahr. Herzlichen Glückwunsch. Sie steigert sich um 167 Punkte. Landesrekord im letzten Jahr. Und jetzt 6.808 Punkte. Kann man in der Geschichte der Götzis Siegerinnen auch schon einmal zeitlang blättern. Jessica N. ist ausgenommen, die 2012 6.900 Punkte geschafft hat. Geht es da zurück bis in die Zeiten von Carolina Glyff 2005. Also das ist ein bei tollen Bedingungen natürlich auch exzellenter Wert. Und dahinter hat sich noch einiges durchgemischt. Ganz knappe Entscheidungen um die Plätze, während Ashton Eaton da behilflich ist seiner erfolgreichen Ehefrau. Also einen Sieg nehmen die Eatons mit nach Hause. Schade, dass kein Doppelsieg geworden ist. Aber ein schönes Bild hier. Team Eaton. Caroline Schäfer wird den zweiten Platz am Ende einnehmen mit einem ebenfalls exzellenten persönlichen Rekord. Nadine Brussen wird Dritte. Jessica Ennis noch auf Platz 4 vorgestoßen. Und eine Fülle an Bestleistungen, aber der Reihe nach. Hier das Ergebnis des dritten Laufs, gewonnen von Olympiasiegerin Ennis Hill, die damit wirklich ihr Comeback krönt. Das muss man sagen, auch wenn es nicht fürs Podest gereicht hat. Und Brian Tyson-Eaton mit einem wirklich historischen Ergebnis. Schöne Bilder natürlich, der beste Zehnkämpfer der Welt und die auf jeden Fall heute beste Siebenkämpferin der Welt. Die schnellste über 800 Meter blieb Barbara Nwerber, wie erwartet, nach den starken 2.07.37. Und nicht weit außerhalb der Top 10 auch Verena Breiner mit sehr guten 2.14.56. Ja, als 13. schneller als wirklich so manche Top-Athletin. Also sie hat schon einige sehr gute Disziplinen und andere, in denen sie sich in den nächsten Jahren verbessern wird. Schade um Daphne Skipas. Glück für sie, der Niederlande-Rekord bleibt in ihren Händen. Das ist das Endergebnis des Siebenkampfes. Brian Tyson-Eaton mit einem gewaltigen Vorsprung von auch 261 Punkten auf Caroline Schäfer, Nadine Brussen Dritte, Jessica Ennis-Hill Vierte, Fisser Vetter, die beiden Niederländerinnen, ebenso mit einer persönlichen Bestleistung wie auch Laura Ikonietze. Claudia Rath hat es knapp verpasst, aber hat sich auch noch als Sechste in die Top 10 geschoben. Also einige Top-Ergebnisse und bis hinunter zu Rang 15 gibt es mehr als 6.000 Punkte, also noch einmal 15 dazu, zu den ohnehin schon mehr als 350 Leistungen über 6.000 Punkte. Verena Breiner beschließt mit 5.712 Zählern sogar vor Morgan Lake, die natürlich jetzt nicht mehr gelaufen ist. Ihr Debüt in Götzis. Das ist auch das Schöne hier bei diesem Meeting. Gleich nach der Zielankunft, für die, die schon wieder fit sind, gibt es Autogramme. Also die Siegerin ist da schon wieder in der Lage. Sehr familiär.